Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smallland. Muss mich vorweg ein bisschen entschuldigen, die Allergiesaison hat begonnen und dadurch ist meine Stimme natürlich sehr, sehr heiser. Was habe ich gemacht? Habe ein bisschen ausgebaut. Mit der Rinde habe ich uns zwei neue Tische gebaut. Außerdem haben wir ja neue Bauteile gekriegt. Die habe ich mal so ein bisschen ausprobiert. Ich musste sogar noch anbauen, weil der Gerbertisch, der ist echt groß. Und wir haben natürlich nicht genug Ressourcen gehabt, um alles hier aus Holz zu bauen. Ich habe mich ja beim letzten Mal beschwert, dass die Bauteile so komisch sind, dass es hier Innen- und Außenwände gibt. Das ist nur bei den T1-Wänden anscheinend. Denn hier, die sehen so aus drin wie auch draußen. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. So, was können wir denn jetzt damit anfangen? Hier können wir jetzt Tränke bauen. Unter anderem auch Heiltränke. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist jetzt kein so großer Unterschied. Da braucht man nur mehr Nektar. Ja, dann muss der Ratboy wohl mal in seiner Off-Zeit Blütenblätter und Nektar sammeln. Das machen wir heute nicht. Gibt auch Ausdauertränke. Sehr cool. Gibt bestimmt mehr zu entdecken. Jetzt fängt es an zu stürmen. Was können wir hier machen? Reptilienleder. Und zwar mit der Reptilienhaut. Die hatten wir doch auch hier irgendwo. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da irgendwas freischalten mit. Nö. Cool. Jetzt gucken wir aber nochmal im Codex. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die für irgendwas brauchten. Genau, hier brauchen wir die. Jetzt brauchen wir natürlich noch Stoffstück. Ich habe keine Ahnung, wo wir Stoffstück herkriegen. Gucken wir mal kurz auf die Map. So. Wo waren wir denn beim letzten Mal? Beim letzten Mal waren wir ja nur hier am Strand. Vielleicht gehen wir mal, was auch immer das ist, zu Skadi. Ich werde wahrscheinlich unterwegs auch umziehen, denn der Baum, der nervt mich. Und ich hole euch zurück, falls irgendwas Interessantes passiert. Oh ja, hier gibt es Blümchen. Hier ist ein Baum. Ich hoffe, den müssen wir jetzt nicht wieder ganz erklimmen. Auf der Karte sind wir jetzt hier auf der anderen Seite. Da wollen wir ja hin. Ich hoffe, dass wir hier dementsprechend Ressourcen haben, aber so weit vom Strand sind wir jetzt auch nicht weg. Das könnte gehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den von hier unten aktivieren können. Ja, wir müssen nicht nach oben. Dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Und schlafen durch die Nacht. Die hat uns nämlich mal wieder überrascht. So. So, 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 sagt der Red Boy. Neuer Baum, neues Heim. Gucken, ob wir hier runterkommen, ohne direkt angegriffen zu werden. Wir haben hier, glaube ich, genau dasselbe Problem wie beim anderen. Da ist anscheinend so ein Loch mit Bienen. Aber bis dann greift uns noch nichts an. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen immer noch in Richtung Südwesten. Südwesten, das ist so in die Richtung. Das machen wir direkt. Ratboy hat sich ja beim letzten Mal so ein bisschen doller aufgeregt. Ich habe auch so ein bisschen die Lust verloren gehabt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe die Woche eher damit verbracht, Grounded neu zu spielen. Bin jetzt in meinem eigenen Spiel sogar ein ganz kleines Stückchen weiter, als wir in unserer YouTube-Series waren. Oh, shit! Wow. Ratboy hat keine Flügel. Das sollten wir nochmal probieren. Da kommen aber auch viele raus. Ja, Ratboy hat sich ein bisschen aufgeregt beim letzten Mal. Hat Grounded gespielt, ist jetzt fast genauso weit, wie wir vorher waren.
Ist auch alles schön und gut. Ich war ein bisschen dolle demotiviert. Und ich weiß, es ist ein Early Access Spiel, es ist noch nichts fertig und so weiter und so fort. Das ist mir alles völlig klar. Jetzt habe ich irgendwie vergessen, wo mein Zeugs ist. Was knackt denn hier mal rum? Irgendwas versteckt sich hier so. Ah, ich bin immer froh, dass wir dann da nicht runter müssen. Das ist doch was Positives. Wirklich was Positives. Weil das bedeutet, dass wir dann nicht immer gleich so am Arsch sind. Da wollen wir doch auch noch gar nicht hin. Rapper muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ihr lasst mich in Ruhe. Sehr schön. Early Access hat halt immer das Problem, dass es noch Kleinigkeiten gibt. Ich habe ein bisschen rumprobiert mit dem Kampfsystem. Also es ist nicht ganz so kacke, wie ich es habe klingen lassen. Sagen wir es mal so. Man muss nicht unbedingt einstecken, man kann nämlich auch wegrollen. Das Problem ist nur, das verbraucht ziemlich viel Ausdauer. Das heißt, man hat dann nicht mehr ganz so viel Ausdauer, um irgendwo gegenzuhalten. Das sind irgendwie Ruinen oder sowas. Ist aber nicht das, wo wir hin müssen, oder? Nee. Ich bin halt mehr so der Schwert- und Schild-Typ. Womit ich dann vernünftig blocken kann. Aber das Blocken funktioniert nicht ganz so geil, wie es soll. Wie gesagt, für mich persönlich dauert die Animation einfach zu lang, bevor er dann auch tatsächlich blockt. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich immer so viel auf die Mütze gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung. Das sieht mega cool aus. Also wirklich von der Atmosphäre her kann man hier nichts sagen. Dieses Spiel trotzt und protzt eigentlich schon mit sehr, sehr schönen Sachen. Immer mal wieder eine Eule. Achso, ja gut. So geht das mit dem Zähmen. Was haben wir da? Ein Grashüpfer. Ne? So, den Raum war noch jetzt erstmal aus hier. Das sieht aus wie ein Klo. Ja toll, hier gibt's nichts zum Rauben. Das ist sehr cool gemacht. Ah, herrlich. So, Scotty, wer bist du? Der kann auch Rüstung herstellen. Und zwar was? Eine Urkapuze, aha. Kälteschutz. Und dann haben wir Chitinrüstung. Das mit der Bewegung, das interessiert uns ja gar nicht so. Da brauchen wir Reptilienleder jede Menge. Ich glaube, Insektenpelz haben wir sogar genug. Das ist nur die Frage. Ich kann es leider nicht vergleichen. Doch, hier ist es ja. Schutz 1. Was macht der Helm? Schutz 3. Da wäre schon das nächste Upgrade. Das ist cool. Hätte ich das gewusst, hätte ich den ganzen Kram dabei. Können wir aber jetzt zu Hause gucken. Weil wir müssten den Scotty jetzt genau hier im Codex haben. Und dann können wir von da aus gucken, wie viel wir brauchen. 10 Reptilienleder. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. So, ich möchte mit dir reden. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Ein Nashornkäfer. Toll. Ich kümmere mich darum. Das hatte ich ja beim letzten Mal erwähnt. Der müsste jetzt, genau, der ist jetzt eingezeichnet hier. Das ist dann so eine Bossmarkierung. Sehr cool. Also so weit ist das gar nicht weg. Vielleicht grinden wir gerade tatsächlich mal diese Rüstung. Entweder habe ich alles zu Hause oder wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Dann hole ich euch gleich zurück.
Vielleicht greifen wir jetzt tatsächlich mal hier so eine Biene an. Jetzt habe ich das Ausdauerproblem nämlich gehabt. Ging aber ganz gut. Also ich habe jetzt an der Schwierigkeit hier nichts verändert. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Nektar zu sammeln, damit wir eventuell mal so Heiltränke herstellen können. Ist echt viel davon, ne? Genau so soll das eigentlich laufen. So, den Insektenpelz, den brauchen wir ja sowieso. Ich glaube, mit dem Bienenkopf können wir bislang noch nichts anfangen, ne? Egal, ich habe jetzt erstmal genug. Zurück in die Basis, dann können wir mal ein bisschen was herstellen. Jetzt als allererstes Gesundheitselixier. Warum? Das kostet nur 2. Warum sollte ich das kleinere nehmen? Verstehe ich nicht. So, 5 Stück sollten erstmal reichen. Dann jetzt brauche ich noch Johannisbeeren. Da habe ich, glaube ich, auch noch welche. Giftwiderstand brauchen wir im Moment nicht. Ich bin verwirrt. Wir haben das, also hier kommt meine Verwirrung, damit ihr das mal versteht. Wir haben diesen Apothekertisch erst bauen können mit der Rinde. Wir konnten diese Tonikums vorher nicht produzieren. Die Johannisbeeren sind eigentlich auch einfacher zu bekommen. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich das für den besten Trank brauche. Warum sollte ich dann die anderen beiden machen? Machen wir 3 Stück, reicht. Fürs Erste. So, jetzt können wir im Kodex mal gucken. Wir haben 9, wir brauchen noch genau ein Reptilienleder. Mist. Chitin haben wir natürlich auch zu wenig. Aber Insektenpelz haben wir genug. Gut, dann geht's jetzt Chitin und Reptilienleder besorgen. Die kommen da jedes Mal, wenn ich hier runterfahre, frisch raus. Ich glaube, das war bei dem anderen Baum das Problem. Entweder war das zu nah dran oder ich war zu schnell, keine Ahnung. So, wir müssen jetzt von hier aus in Richtung Süden. Denn wir müssen zurück zu meinem Erzfeind, dem Strand. Ihr sagt euch bestimmt auch, warum gehst du da jetzt nicht in diesen komischen Krater rein, weil ich nicht glaube, wow, dass wir dafür ausgerüstet sind. Ich glaube nicht, dass wir das schon packen würden. Ich habe keine Ahnung, was da unten ist, bin ich ganz ehrlich. Süden, Süden ist da. Ich habe keine Ahnung, was da unten ist, aber jetzt ist primär erstmal meine Aufgabe, diese Rüstung zu bekommen. Hier kriegen wir aber extrem viel Saaten und Nektar und das gefällt mir sehr gut. So, zack. Jetzt kann ich euch eventuell mal so einen richtigen Kampf zeigen. Genau. Das Problem ist nur, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Müssen also ein bisschen hin und her wackeln.
Ich weiß auch nicht, inwiefern sich das zum Beispiel bei den Geckos lohnt. Da liegt ein Schiff oder sowas. Das ist auf jeden Fall geringfügig ein anderer Strand wie da, wo wir waren, glaube ich. Ja, wir müssen nachher gucken, wie wir hier wieder hochkommen. Definitiv nicht so, wie wir hier runterkommen. Strand, Strand, Strand. Gibt es... Warum gibt es hier oben noch keinen Feuerstein? Da gibt es eine Kakerlake. Wir brauchen ja auch noch Unmengen an Chitin. Da hängt Fisch zum Trocknen. Wie cool. Ich habe vergessen, was du für Stumpf... Okay. Die Aggro-Rate ist gar nicht mehr so krass. Cool. Stumpfer Schaden. Ah, sehr cool. Noch mehr Chitin. Wie viel haben wir denn jetzt? Vielleicht kriegen wir noch einen ganzen Stack. Dann können wir damit was anfangen. Ich brauche ja anscheinend meine Axt nicht. Dann nehmen wir stattdessen die Pickaxe. Dann können wir nämlich auch bessere Pfeile machen. Ich hatte nämlich gesehen, es gibt Feuersteinpfeile. Allerdings gibt es hier keine Rinde. Ich glaube, da hinten ist der böse Ort, wo wir immer gestorben sind. Fischgräten, sehr, sehr cool. Ach, da ist schon der Kumpel. Ach du Schande. Gut, dann wissen wir ja, der ist bei dem Boot. Ich wollte eigentlich Geckos haben. Die müssten rein theoretisch hier drüben sein. Ups. So ein bisschen Wasser ist okay. Ja, das finde ich gut. Okay. Die wollte mir trotzdem noch einen Latz. Insektenflügel, was ist das? Tölpel. Was ist das? Ah, lass mich da jetzt auf. Das sieht auch aus, so bossähnlich aus, so wie die Kröte. Hier kommen wir übrigens wieder hoch. Ich brauche Geckos. Ich möchte mich jetzt nicht so ablenken lassen. Also ich kann es nicht empfehlen, zu blocken. Weiterhin. Ausweichen ist definitiv die bessere Methode. So, das soll jetzt an Feuerstein zumindest erstmal reichen. Wo sind denn die ganzen Geckos? Hallo.
sehr schön. Eine Reptilienhaut. Ich glaube, das ging auch 1:1, ne? Wir nehmen mal vorsichtshalber noch einen mit. Da haben wir eine Libelle. Ich hatte in den Update-News gesehen, dass die Hitboxen von den Libellen ein bisschen verbessert haben. Weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Hab jetzt auch gerade keinen Nerv drauf, das auszutesten. Wir nehmen noch ein bisschen Rinde mit. Hier ist sogar einiges. Da haben wir uns einen recht guten Baum ausgesucht, glaube ich. Zumindest was diese Ressourcen angeht. Da ist noch ein Gecko. Da sind noch zwei Rindenstücke, die nehmen wir noch mit. Dann holen wir uns den Gecko. Das ist aber auch ein Krach da drüben. Hot 2 und ein Knochen. Okay, dann nehmen wir den Käfer jetzt noch mit. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie viel Chitin wir noch brauchen. Vielleicht nehmen wir auch beide Käfer noch mit. Da haut auch schon wieder irgendeine Animation nicht hin. Wir nehmen jetzt auf gut Glück mal so einen Heiltrank. Das braucht aber auch lange zum animiert sein. Was ist denn hier so laut? Gut. Wir sehen uns am... Das heißt, vielleicht machen wir den Aufstieg noch zusammen. Naja, gut, komm. Da geht's hoch. Kommen wir auf das Ding hier überhaupt drauf? Ah, ich vermisse das jetzt schon. Bei Grounded reicht es ja, wenn man in seine Basis kommt und N drückt, dann verteilt sich alles automatisch zurück in die... Kisten da, wo es hingehört, also wo die anderen Sachen dann dementsprechend sind. Komm. Ah, hat mich trotzdem erwischt. Ich ihn aber auch. Komm. Haha, das funktioniert. Giftresistenz ist dann wahrscheinlich gut, wenn wir irgendwann mal gegen Spinnen oder sowas kämpfen. Was haben wir denn hier? Hier liegen Dosen und sowas. Jetzt brauchen wir Licht. Ich sehe das immer beim Bearbeiten. Ist irgendwas gestorben? Dass das für euch doch recht dunkel ist. Wobei es für euch
trotzdem immer noch heller ist als bei mir. Hier sterben ständig Sachen. Das sieht aus wie so eine Bank oder sowas. Ah, hier gibt es noch einen Kronkorken. Wie eine Bank und das könnten Zaunpfähle oder sowas sein. Ist hier irgendwas drin? Hier können wir draufstehen. Wahrscheinlich, weil wir da eventuell nicht mehr rausgekommen wären. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Die sind hier überall, diese komischen Stückchen. Ein Grashüpfer, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir müssen aber irgendwie wieder hoch. Ach, da ist noch so ein Käferchen. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, glaube ich. Da können wir jetzt leider nicht klettern. Irgendwie müssen wir doch da wieder hochkommen. Na gut, ich hole euch zurück, wenn wir wieder oben sind. Dann braucht ihr mich jetzt nicht unbedingt begleiten bei. Bis gleich. Okay. Home Sweet Home 10. Also Reptilien haben wir genug. Chitin 40 haben wir auch genug. Dann zurück zu Skadi. Dann lassen wir uns mal eine neue Rüstung machen. So, mein Gutster, gib mir den Helm, gib mir das Schulterstück, gib mir die Armschienen und gib mir die Beinschienen. Wow, wir sehen extrem cool aus. Eigentlich will ich nach Hause, um meine Sachen wegzubringen, weil wir hier nicht mehr so viel Platz haben. Aber wir sollten eigentlich nicht mehr ganz so viel Sachen einsammeln, denn wir haben jetzt nur eine Mission. Und ich weiß, ich werde mich ärgern. Ich habe den ollen Bauhammer vergessen. Fasern und Holz. Kriegen wir, glaube ich, da raus. Das hat auch einen Grund, warum wir das brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich nur ein bisschen Holz und Fasern. Das nehmen wir direkt mal mit. Wir mussten da irgendwie runter, ne? War nicht hier irgendwo dieses Boot? Vielleicht auch nicht. Wir mussten jetzt hier irgendwo runter. Ne? Ich glaube, hier sind wir auch hochgekommen. Ja, es sieht doch gut aus. Da ist das Boot. Wir sehen irgendwie wie albern aus. Ja, aber gut. Uns geht jetzt natürlich die Haarfarbe verloren und der ganze kleine Rabatt, der dazugehört.
ist aber nicht so schlimm. Dafür sind wir gut ausgerüstet. Das ist übrigens auch so ein Ding von eigentlich fast jedem Survival-Spiel. Man verbringt gut Zeit damit, sich einzukleiden und gut aussehen zu lassen. Und letztendlich zieht man dann den Helm auf und dann sieht man das alles gar nicht mehr. So, der Käfer ist da. Das heißt, wenn wir uns jetzt... Einfaches Bett. Sowas wollte ich eigentlich haben. Kann ich das hier einmal hin... legen? Jo. Spawnpunkt aktivieren. Genau dafür wollte ich das nämlich haben. So, jetzt ist die Frage... Durch Bohrenschaden. Oha. Oh, der kommt ja schon. Ah, was macht der? Auf jeden Fall macht er Aua, aber Combat funktioniert besser jetzt, wo ich mitgekriegt habe, dass Wegrollen besser ist als Wegrollen besser ist als Blocken oder Einstecken. Nein. Oh, gut. Da habe ich jetzt in der Animation festgesteckt. Boah. Du brauchst aber Timing hier. Autsch. Nein. Schade. Also man kann zwar sehen, welche Attacken er macht. So tough bist du gar nicht. Man kann zwar sehen, welche Attacken er macht. Aber es gab jetzt kein Pattern, was man hätte nachvollziehen können. Kann man hier Knochen abbauen? Nee, schade. Also es gab hier keine Reihenfolge, er macht jetzt die und die Attacke, so wie es bei vielen anderen Spielen halt ist. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich fand auch den Kampf jetzt gar nicht so schlimm. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, und wir sowieso hier unten einen Spawnpunkt haben. Und es jetzt tatsächlich anfängt zu regnen. dann gucken wir nochmal, ob wir den neuen Grashüpfer da auch noch besiegen. Das Horn haben wir mitgenommen, ne? Ja. Wir gehen da wohlgenährt rein. Was hat der? Stumpfer Schaden. Okay. Ich muss mich hier so derbe konzentrieren. Ich spiele auch mit Keyboard und Maus. Weiß nicht, ob das eventuell einen Unterschied machen würde, wenn ich hier mit dem Controller spielen würde. Es sind dann doch ziemlich viele Knöpfe, die man gleichzeitig drücken muss. Tölpelbraten. Was haben wir denn jetzt hier eingesammelt? Tölpel-Oberschenkelknochen. Eine Waffe.
kriegen wir denn da jetzt für eine Waffe raus? Und vor allem, wo ist die? Ich habe jetzt wirklich nur den Braten gesehen hier. Tja, gut. Dann zurück zu Scotty. Bis gleich. Aha. Er sieht cool aus. Muss es immer wieder sagen. So, Scotty. Es geht. Ja, hat mich sofort angegriffen. Gecko-Leckerei. Die gibt's wahrscheinlich im Kessel. Da. Das haben wir sogar alles zu Hause. Wir haben sogar fast alles dabei. Dann wird das unsere letzte Mission für heute. Dann sehen wir uns am Strand, würde ich sagen. Ihr braucht nicht mit in eine Basis. Zur Feier des Tages regnet's mal wieder. Hier liegt unheimlich viel Rinde, das ist gut. Es ist natürlich dunkel für euch. Und gezähmt. Gibt hier immer noch keine Möglichkeit, den zu füttern, ne? Schade. So, dann, was können wir denn mit dem Gecko machen? Der wird natürlich genauso nutzlos sein wie der Grashüpfer. Oh, er kann auf jeden Fall nicht springen. Was hat er denn da vor? Er kann auf jeden Fall nicht springen. Was kann er denn dann? Also wir sehen unheimlich klein aus auf dem Ding. Hä? Wir haben jetzt einen... Na gut, wir kommen jetzt halt schneller von A nach B, ne? Das ist schon mal ganz gut. Angreifen können wir damit nicht. Hier kommen steilere Klippen hoch. Hier auch hoch? Ne, hier nicht. Also vertikal 90 Grad geht nicht. Oder doch? Vielleicht funktioniert es noch nicht so ganz. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ja, ist gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt einen Gecko. Vielleicht hält der mal ein bisschen länger. Aber ich finde, ein bisschen die Sichtweite geht dadurch verloren. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man mit dem Gecko leichter irgendwo hochkommt. Aber ich glaube, so viel geiler wie das, was wir sowieso schon alleine können, ist ja gar nicht. Vor allem ist er langsamer, glaube ich. Und wir können halt weiterhin nicht angreifen damit. Das geht anscheinend nur mit der Spinne, ja? Es gibt irgendwo Spinnen. Die haben wir natürlich noch nicht gefunden, zum Glück. Das heißt, ich glaube, die Sprungspinnen, die haben wir schon gefunden, aber... Die meine ich nicht.
Also ich wäre da mit meinem Charakter jetzt schon lange oben. Early Access, Redboy, ärger dich nicht. Early Access. Du kannst mir jetzt folgen, ne? Kommst du auch hinterher? Ach, du alleine kannst das, oder was? Der ist schon putzig. Ah, ist der putzig. Ach, der fährt auch noch mit. Sehr cool. Ja, liebe Rattenhorno, heute haben wir ja doch einiges geschafft, ohne zu sterben. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Vielleicht habe ich mich an das Kampfsystem gewöhnt. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur beruhigt. Habe das Ganze so ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich weiß, ich habe für heute weiter nichts. Wir gucken beim nächsten Mal rüber zu Lissandra, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin Redboy3k, schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!